Es ist Montag, der 11.11.2019. Sie sehen das Stadtfernsehen Brandenburg mit dem SKB-Journal und folgenden Themen. Start in die Karnevalssaison. Scheller gibt die Stadtschlüssel ab. Jetzt herrschen die Narren über die Havelstadt. Strahlende Prinzenpaare vorgestellt. Prinzenball beim BKC und KCH. Und Start im neuen Domizil. Kleiderosel zieht in die Sophienstraße. Ja, liebe Zuschauer, und damit hello und herzlich willkommen zum SKB-Journal. Am 11.11. beginnt auch in der Havelstadt die fünfte Jahreszeit. Mit einem Festumzug eröffneten die beiden Brandenburger Karnevalsclubs BKC und KCH die Saison. Im Paulikloster erreichte das Narrenfest dann seinen Höhepunkt. Jetzt geht's los, wir sind nicht mehr auf Tour. Hey, kleiner Mann, jetzt geht's los, Arme hoch und mitfeiern. Wir sind nicht mehr aufzuhalten, jetzt geht's los, hier spielt die Musik. Bevor die Sause im Paulikloster ihren Höhepunkt erreicht, ging es mit einem Festumzug durch die Stadt. Mit dem Schlepptau ist auch immer der Oberbürgermeister. Er bleibt so lange in Ketten gelegt, bis er die Stadtkasse freigibt. Ja, ein bisschen habe ich ja noch für euch sozusagen. Seid ihr stark? Ja, aber. Ja. Oh. Macht Spaß, es ist mittlerweile ein kleines Ritual geworden. Auch die Kugel tragen, das gehört irgendwie mittlerweile wirklich dazu. Ist eine schöne Sache, die sich da überlegt haben, und dann mache ich mit. Eine andere Tradition in der närrischen Havelstadt ist die Zahlung des Wegzolls der Karnevalsclubs. Schön, dass ihr die Brücke abgesperrt habt, weil die beiden Karnevalsclubs wollen natürlich die Brücke freigeben lassen, also den Brückenzoll zahlen an euch. Für gemeinnützige Zwecke geben wir natürlich gerne von unserem Geld was ab. Die Senatoren haben da ein bisschen was zusammengelegt. Und nicht nur die Senatoren, sondern sämtliche Karnevalsnacken, sag ich mal, und möchten uns bedanken auch für eure ehrenamtliche Arbeit bei DLRG. Ist ganz wichtig, ja, für die Lebensrettung und dass ihr unseren Kindern auch ermöglicht, dass sie schwimmen lernen, ja, damit wir so wenig wie möglich Unfälle haben beim Schwimmen. Und deswegen für eure Arbeit möchten wir eine kleine Unterstützung. Und guck mal hier, wir haben ja so ein bisschen was vorbereitet. Die Brücke ist wieder freigegeben, der Umzug kann weitergehen. Aber flink muss es jetzt gehen, denn die Uhr tickt. Um 11.11 Uhr, mal wieder nach Präsidentenzeit, gibt's den Startschuss im Paulikloster. Die beiden Prinzenpaare überzeugen den Oberbürgermeister mit gewieften Reden, dass er die Stadtschlüssel abgibt. Der BKC ist jetzt Herr über die Altstadt, der KCH regiert die Neustadt. Und der Stadtherr ist machtlos. Schlüssel weg, Stadtkasse leer. Die Karnevalisten haben sie zwar geplündert, im karnevalistischen Sinn, aber ansonsten, Finanzen sind gut. Und passend zum 11.11. ist ja der Haushalt heute auch im Amtsblatt veröffentlicht. Ab morgen ist er wirksam. Gute Vorzeichen für die fünfte Jahreszeit. Der 11.11. war aber nur der Auftakt. So richtig los geht's ab Februar mit den Prunksitzungen. Der BKC haust im Brandenburger Theater, der KCH bespielt den Stahlpalast. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Stand up on top of the world tonight, and everything's working out just right.
Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das Beethoven-Jubiläum feiert das Brandenburger Theater mit einem Kammerkonzert des Klenke-Quartetts. Am Samstag, dem 30. November, musiziert die beliebte Formation um 19.30 Uhr auf der Studiobühne. Im Programm das Streichquartett in B-Dur von Ludwig van Beethoven und 5 Stücke fürs Streichquartett von Erwin Schulhoff. Das Klenke-Quartett, in Weimar gegründet, ist mittlerweile eines der bedeutendsten deutschen Ensembles. Ein Streichquartett auf allerhöchstem Niveau. Gesanglichkeit, intimes Musizieren sowie eine Klangintensität bis zum leisesten Ton. Eine starke Programmdramaturgie zeichnet das Klenke-Quartett aus. Annegret Klenke, Beate Hartmann an der Violine, Viola Yvonne Uhlemann am Violoncello, Ruth Kaltenhäuser. Professor Peter Gülke erläutert die Werke während des Konzerts. Ein großes musikalisches Erlebnis zum Beethoven-Jubiläum. Am Samstag, dem 30. November um 19.30 Uhr das Kammerkonzert des Klenke-Quartetts. Karten wie immer an der Theaterkasse oder unter Telefon 03381 511 111. Am Wochenende wurde der Saisonstart des Karnevals schon einmal vorbereitet. Ganz traditionell wird vor dem 11.11. das Prinzenpaar proklamiert und wir waren bei den Prinzenbällen mit dabei. Am Wochenende war es wieder soweit für die Prinzenbälle der Karnevalsvereine. In diesem Jahr mussten die Vereine leider zeitgleich ihre Prinzenpaare proklamieren. Trotzdessen konnten sie beide tolle Veranstaltungen auf die Beine stellen. Startschuss war am Pauli-Kloster beim KCH. Das Motto war Oh Stevens Pub und so war alles im irischen Stil geschmückt. Erster Programmpunkt, die Ernennung des neuen Schirmherrn für die Saison. Schön, dass du da bist. So, dann würde ich sagen, bevor du uns was erzählst, gehen wir erstmal über zum offiziellen Akt. Bitteschön. Hat er schon mal einen Ersatz? So, soll ich dir mal einen abnehmen, dass du dein Mikro auch halten kannst? Eigentlich erst schüchtern. Ist halt so bei Direktoren. Aber das lernt er bei uns noch. Das glaube ich im Leben nicht. Ja, moin erstmal. Ich hätte jetzt benötigt, hier irgendwas sagen zu müssen. Ich bin ganz schlecht in sowas, freue mich aber auf die nächste Saison und freue mich darauf, euch alle im Stahlpalast zu sehen. Dann gab es auch schon die erste Tanzrunde beim KCH. Die Band Atemlos sorgte den Abend über für die richtige Tanzlaune. Beim BKC wurde gar nicht lang geschnackt. Hier wurde direkt das neue Prinzenpaar proklamiert. Die Krone und das Zepter schwer. Bedenkt recht wohl, ihr seid jetzt wer. Ihr seid nicht König, noch seid ihr Zar. Ihr seid das narrenvolle Prinzenpaar. Als Roland bin ich loyal, gar keine Fragen. Gebt euch das Recht, den Schlüssel dieser Stadt zu tragen. Seid fröhlich. Scherz und singt die frohen Lieder. Genießt die Zeit, sie kommt so schön nicht wieder. Nun füllt die Becher, zum Trinken ist es nun soweit. Es lebe hoch, der stramme Prinz, die Holdemeid.
Und so waren sie ernannt. Ihre Lieblichkeit Cornelia die Erste und seine Tollität Christian der 56. Nun konnte man beim BKC schon zum feuchtfröhlichen Teil des Abends übergehen. Allerdings kam dann doch jemand dazwischen. Der neue Prinz des BKC musste noch etwas loswerden. Sie ist meine Prinzessin für diese Karnevalssaison, aber ich möchte, dass diese Frau meine Prinzessin bleibt. Für mein ganzes Leben. Und Herr Rode, bitte seien Sie es mir verziehen, wir haben den Ring ausgetauscht. Hiermit Prinzessin von Leben der Geister. Möchtest du, dass sie meine Frau werden? Welch ein Anlass für solch eine Frage. Damit hat beim BKC sicherlich niemand gerechnet. Danach wurde natürlich erstmal fleißig gratuliert und das Paar selbst kam aus der Begeisterung nicht mehr raus. Zurück beim KCH war es nun auch hier soweit. Im O'Stevens Pub kam der Topf voll Gold am Ende des Regenbogens zum Vorschein. Und hinter dem Topf voll Gold stand das neue Prinzenpaar. Prinz Stefan der 51. und Mandy die 2. Ja, jetzt stehen wir hier als Prinzessin Mandy und Prinz Stefan. So war das natürlich alles von uns nicht geplant. Ein Karneval im Februar war bisher unser einziger Berührungspunkt mit der 5. Jahreszeit. Wir wissen also nicht so richtig, was uns in diesem Jahr erwarten wird. Aber dank der kurzen Überzeugungskraft eines Doktors mit einer wirklich gefährlich aussehenden Spritze in der Hand, sind wir jetzt froh und stolz, das neue Prinzenpaar sein zu dürfen. Da ich nicht so der typische Partymensch bin, brauche ich sicherlich die eine oder andere Unterstützung, aber hier sind ja nur Vollprofis im Raum. Da wird mir sicherlich geholfen. Hier werden Sie geholfen. Genau. Und mit dieser wunderschönen Prinzessin an meiner Seite, der man wirklich keinen Wunsch abschlagen kann, wird es ganz sicher eine ganz tolle Karnevalssaison. Auch beim KCH eröffnete das Prinzenpaar den Partyteil. Danach wurde bis in die Morgenstunden getanzt. Sie ist schon fast eine Institution in der Havelstadt, wenn es darum geht, bedürftige Menschen mit Kleidung auszustatten. Die Kleiderursel Nancy Petsch. Bisher war sie in der Gördenallee, am Samstag ging aber pünktlich um 8 Uhr der Umzug in die neue Unterkunft an der Endhaltestelle der Linie 6 in Hohnstücken in der Sophienstraße los. 20 freiwillige Helfer haben ca. 100 Kisten geschleppt. Nancy Petsch konnte am Vormittag zudem stolz verkünden, dass sie sich mit den Verkehrsbetrieben Brandenburg, denen das Objekt gehört, auf einen unbefristeten Mietvertrag einigen konnte. Mittlerweile kommen immer mittwochs zwischen 10 und 13 Uhr ca. 100 Kunden regelmäßig zu ihr, um sich mit Kleidungsstücken zu versorgen. Auch Festkleider haben einen Platz gefunden und können gegen eine Kaution geliehen werden. Wer seinen Kleiderschrank entlasten möchte, immer montags zwischen 17 und 18 Uhr werden bei der Kleiderursel Spenden dankend entgegengenommen. Wir kommen zu den Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Der Winter kommt spürbar näher und auf dem Fahrrad ist es schon Handschuhwetter. Wenn es draußen aber immer kälter wird, dann kann man es sich zu Hause gemütlich machen. Am Dienstag ist zum Beispiel der Hühnersuppe-für-die-Seele-Tag. Das klingt doch gemütlich. Draußen wird es nämlich immer frischer. Am Dienstag zum Beispiel ist der Himmel meist wolkig bei 9 Grad. Wirklich raus kommt die Sonne an den nächsten beiden Tagen auch nicht. Das macht sich dann auch bei den Temperaturen bemerkbar. 6 Grad am Mittwoch und maximal 7 Grad am Donnerstag. Liebe Zuschauer, das war der Wochenstart mit dem SKB-Journal. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, machen Sie es gut.